Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Brick Buddy und heute schauen wir uns Polizeifahrzeuge an. Viel Spaß mit dem Video. Doch bevor wir reingehen, möchte ich euch noch auf etwas bei Lego Ideas aufmerksam machen, nämlich jemand, der Mocks zum Film Willow gebaut hat. Wer den Film nicht kennt, kann gut möglich sein, ist von 1988, aber lohnt sich auf jeden Fall, klare Filmempfehlung und klare Voting-Empfehlung für die Mocks. Schaut dort gerne mal rein, blättert mal durch, hier wurde echt viel Zeit, Mühe und Liebe investiert. Und folgt dem Guten gerne auf Instagram, beide Links sind unten in der Videobeschreibung. By the way, folgt gerne auch mir auf Instagram. Da bin ich zwar momentan nicht so aktiv, aber wenn mehr Zeit ist, kommt das auch wieder. Nun sehen wir hier schon die guten alten Polizeifahrzeuge von Lego City durchlaufen, alle etwas umgebaut. Ich dachte, als ich mit meinem Hobby jetzt richtig durchstarten wollte, wow, Polizeifahrzeuge habe ich ja ganz viele, aber jetzt wo es ans Eingemachte geht, denke ich mir, die Kinderspielzeuge müssen doch nicht sein. Genauso auch mit der Lego City Polizeistation von 2018 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da war ich richtig stolz auf meinen Umbau aus zwei Sets, ein großes gebaut, aber ja, mittlerweile lachhaft und schreit nach einem Mock. Und ja, der Erinnerung halber hier nochmal kurz im Video die alten Modelle, die alten Lego City Sachen und in Zukunft gibt es dann neue Sachen. Und hier nochmal die mobile Einsatzunit aus dem Jahr 2014 von Lego City. Den Truck finde ich cool, der wird sich in abgewandelter Form in Zukunft auch wiederfinden. Aber das da hinten dran, dieser Trailer, den brauchen wir nicht. Und dann haben wir noch den Geldtransporter aus dem letzten Lego City Set. Der ist ja auch was ähnliches wie Polizei, schützt zumindest irgendwas. Und der ist auch klein und ich würde jetzt fast sagen hässlich. Den müssen wir auch neu machen. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir auch schon rein und tauschen die ersten Spielzeugautos gegen coole Modelle. Der Kenner wird es gleich sehen, es sind natürlich Blue Bricks Modelle, aber auch die werden wir noch etwas hübsch machen. Und ich muss sagen, die sind auch mal so entworfen, dass sie kaum einen Umbau brauchen, um auch ordentlich auszusehen. Aber um die Optik noch etwas besser zu machen, mussten ein paar Chromteile ran. Der SUV im NYPD-Style hat einfach nur ein paar Chromfelgen in breiterer Dimension bekommen. Der schwarz-weiße Dodge Monaco, der ja sehr an einen Film erinnert, der hat die volle Chrompackung bekommen, wie auch das Original hatte. Wo die Chromteile zu bekommen sind, müsstet ihr ja alle wissen. Ein paar Sticker haben die beiden auch noch bekommen, aber schaut selbst.